Bahn. Seid mir mal alle ehrlich. Das Video ist einfach besser wegen mir. Angels. Sippen. Ja, sie beißt mich auf die Lippen, ey. Heute drehen wir Wer kennt Nara besser? Genau. Würdest du dich erstmal vorstellen, wer du bist? Ein Ego wiegt eine Tonne. Ich poste eine Story und Rapperin verschieden ihr Album und eine Woche. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Mila ist heute am Start. Wer Mila noch nicht kennt, Mila ist meine kleine Schwester. Also ich heiße Mila. Und bevor wir anfangen, will ich euch Mila zeigen, was für Gesangskünste sie hat. Ich weiß, Leute, ihr wollt, dass wir mit dem Video anfangen, aber ich sing erstmal lieber vor. Die ja, ich hab mal gehört, ich hab mal gesehen, wie ein ja, die und die verbreitet Geschichten erzählt, wie ein Déjà-vu. Ich spüre die Sonne, das Meer, von Rio de Janeiro. Text vergessen? Mach noch was, kein Problem. Komm mit mir an die Copacabana, ich tanze für dich wie eine Diva. Die Nächte vergisst du nie wieder. Ich entführe dich heute Nacht. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du warst mir so frech und du lässt mich zum Stich. Wie gesagt, ich breche dein Genick. Bitte komm mal klar und lass mal deine Trick. Wir machen jetzt eine Challenge, Mila. Okay. Und wir gucken, wer mich besser kennt. Glaubst du, du wirst gewinnen? Sicher? Ja. Okay, Leute, wir fangen an. Was ist meine Lieblingsfarbe? Blau. Luisa? Grau. Beide falsch. Brand, brand, brand! Grün. Ja, richtig. Wirklich? Erster, wusste ich gar erster nicht. Erster Punkt an Luisa. Sind noch viele Fragen, du kannst auch gewinnen. Komm. Boah, es sind noch so viele 10 Fragen. Was ist mein Lieblingsessen? Falafel. Nein. Kufa. Nein. Hähnchen vom Dreis. Nein. Was? Dieses, was du früher einmal gegessen hast, dieses Runde. Na, du gibst mit Reis. Erinnerst du dich nicht mehr? Reis mit Erdnüsse und Joghurt. Nein, dieses. Mit Reis. Was ist mein Lieblingsessen? Ich weiß nicht. Sagen wir Berlin, draußen kann man das essen. Imren. McDonald's. Nein. Imren. Was ist das Essen so? Nicht wie heißt der Laden? Döner. Pommes. Nudeln! Yeah. Nudeln! Siehst du 1-1? Ich hab einen Punkt bekommen! Okay. Jetzt steht 1-1 aber. Die nächste Frage. Was ist mein Lieblingsgetränk? Wasser. Ich weiß was. Das, was du früher immer getrunken hast. Was habe ich früher immer getrunken? Irgendwas, was so irgendeine Farbe ist. Was irgendeine Farbe ist? Grün! Mein Lieblingsgetränk ist grün. Ja! Wasser. Sie hat recht. Nein, aber früher hast du immer das getrunken. Früher habe ich grün getrunken? Ja. Das okay, grün. Ich muss dich leider enttäuschen. Sie hat recht, früher habe ich was Grünes getrunken. Zweiter Punkt für dich, sehr gut. Okay, also 2-1. 2-1 für Mila. Okay, jetzt ganz spannende Frage. Wie groß bin ich? 1,75. Falsch. 100. 100 was? 100.000.200. Richtig! Yeah! Woher weißt du das? Ich errate das. Okay. Ich bin 1,73. Okay. Aber 100 Millionen, Trillionen, das, was du gesagt hast, ist richtig. Weil mit Trilliarden. Mit Trilliarden, genau. Wenn man an das denkt, du hast es richtig gemacht, ne? Weil du bist da groß. Genau. Und das ist, wenn man an das denkt, von Europa. 300 Millionen, 200 und noch Trilliarden. Ich habe anders gedacht, aber ich habe 300 Trilliarden. Genau, mit du hast es gesagt. Mit 2. 200. Genau. Trilliarden mit noch 10, 100 und Millionen Dollar. Okay, 3-1 für Mila. Was kann ich am besten? Fußball spielen. Richtig. Fußball spielen. Ja! Ich wäre schneller. Okay. 4-1. 4-mal! Nimm Luisa auseinander. Ich habe schon 4 Punkte. Ich habe nur 1. Meine Lieblingsmarke. Fußball. Nike. Nike, Mila. Luisa, bitte. Du hast 4 Punkte, ich habe 2 Punkte. Mila, Luisa hat wieder einen Punkt geholt. Du musst wieder Gas geben. Okay, die nächste Frage. Was ist mein Lieblingstier? Weiter, Mila. Denk nach. Schwein? Löwe. Luisa hat recht, Löwe. Es steht nur noch 4 zu 3. Mila, sie kommt dran. Tiger, weil da ist auch ein Tiger, beide. Tiger und Löwe? Ja. Sicher? Ja! Ja, muss ich dir leider sagen, wenn sie sich sicher ist, dann ist
5 zu 3, was soll man machen? Ja. Mila und Luisa ein Punkt, okay? Ja. Okay, sehr gut. Die nächste Sache, kann ich gut kochen? Ja! Mila wieder richtig! 5 Punkte! Du hast schon 6, 6 zu 3. Was koche ich am besten, Mila? Pilz und Reis. Sie weiß Bescheid. Das ist das Einzige auch. Jalla, nächste Sache. Was ist meine Lieblingsstadt? Deutschland. Lieblingsstadt, Mila. Die Lieblingsstadt. Fängt mit B an. Was ist meine Lieblingsstadt? Weißt du es schon, oder was? Ja. Dann sag's doch, du liegst hinten, 6 zu 3. Ja, okay, Berlin. Ah, Luisa hat recht. Ich hab doch gesagt Deutschland. Deutschland ist Berlin. Deutschland ist Deutschland, Berlin ist Berlin, Mila. Deutschland ist ein Land und Berlin ist eine Stadt. 2 Punkte zusammen. Beide okay. Kriegen 2 Punkte? Ja. 6 zu 4. Okay, ich hab Leute. Aber jetzt 7. Weil Mila jetzt noch einen Punkt will, steht es halt 7 zu 4. Was soll man machen? Okay, die nächste Frage. Wie viele Kinder will ich haben? 1, 2, 3. 4. Richtig, sie war schneller. Ja, okay. Sie war schneller. Wir reden jeden Tag, ich sag, ich will 3 Kinder, warum 4? Ja. Jetzt habe ich 8. Warum 4? Ich habe vielleicht 2 Mädchen, 2 Jungs. Nein, Leute, weil Mila hat recht. Mila, du hast 8 Punkte jetzt. 8 zu 4 steht's. Freust du dich? Ja! Was ist meine Schuhgröße? 300. Woher weißt du das? Ja! Woher weißt du das? Du kannst mich die ganze Zeit verarschen. Nein, er hat mich verarscht. Ich habe selber gesagt. Er hat einfach etwas. Ich sage etwas, etwas und du sagst einfach ja. Genau, so läuft das einfach bei uns. 300 einfach. Einfach. Leute, ich habe den Punktestand vergessen. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass Mila locker führt. Oder? Wie viele Punkte habe ich nochmal? Du hast ungefähr 8 oder 9 Punkte, glaube ich. 8. 8, denkst du? Ja, ich glaube auch 8. Okay, Leute, 8 zu 4. Die nächste Frage lautet, wenn ich kein Fußballer geworden wäre, was wäre ich sonst geworden? Gar nicht so groß. Gar nicht so groß? Ja, aber was hätte ich sonst gemacht, außer Fußball? Auch trainiert. Auch trainiert, ja? Und Sport gemacht. Und Sport gemacht. Aber was für ein Sport? So, ich trainiere Sport mit Liegestütze. Okay, das ist auf jeden Fall eine sehr falsche Antwort, Mila. Boxer. Luisa hat recht. Die nächste Frage. Wen liebe ich mehr, Luisa oder Mila? Mila. Beide gleich. Nein, einer. Mila, ich weiß. Ich liebe euch beide gleich. Nur einer darf man. Ich darf alle lieben. Ich liebe euch beide gleich. Ihr seid meine Kleinen. Ihr seid meine Perlen. Seid ihr bereit für die letzten 2 Fragen? Ja. Wann habe ich Geburtstag? 2 Wochen. Wann habe ich Geburtstag? 13? Nein. 16? 16. September. Wenn ich flüstern soll, musst du an deine Ohren, nicht in deine Nase. November. Wie? November. November. Ja! Jetzt habe ich 9 Punkte. 5 zu 9. 9 Punkte. Ja. Mila führt, aber wir machen so. Die letzte Frage entscheidet das ganze Spiel, okay? Ja, okay. Okay, Leute. Die letzte Frage. Wie hieß meine Lehrerin? Schöneberg. Nein. Was soll ich das dann wissen? Hast du dich noch nie gefragt? Nein. Sag du. Was machst du? Ich muss in deinen Aufriss, dann nicht in deiner Nase, Uli. Was richtig Krepp. Krepp? Angela Merkel. Oh! Woher weißt du das? Woher weißt du das? Gut. Was anderes, ich habe eigentlich gesagt, Frau Berena. War? Ja, Frau Berena. Frau Berena habe ich ihr gesagt. Leute, ihr habt gesehen, Mila hat die Challenge ganz klar gewonnen. Luisa kennt mich halt nicht so gut wie Mila. Du hast gewonnen, du kannst jetzt. Noch mehr. Was noch mehr? Willst du noch was machen? Ja. Was denn? Jetzt vorbei? Die Show ist vorbei, Mila? So, Leute, wir hoffen, dass das Video euch gefallen hat. Wenn ja, vergiss nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Und wir hoffen, bis zum nächsten Mal. Like. Und 2 Themen. Männliches Mensch, egal welche Haar oder Hautfarbe, danke deiner, du deiner Aussage, denn der Schaffer macht keine Ausnahme. Leute, machst du immer noch Video? Ja! Was willst du denn sagen? Leute, vergiss nicht zu abonnieren. Was für abonnieren? Abonnieren! Dir? Ja! Yeah.
Du hast nicht meinen Kanal, was ist los mit dir? Komm. Zu abonnieren! Ich zu abonnieren!